Zum Ende des Jahres, das wohl das heißeste seit Beginn der Aufzeichnungen sein wird, berät die Weltgemeinschaft über ihre Zukunft. Staats- und Regierungschefs ringen um die Frage, was tun, damit es nicht noch heißer wird und der Klimawandel weitere Schäden anrichtet. Rund 70.000 Unterhändler, Journalisten, Aktivisten und Fachleute werden bei der UN-Weltklimakonferenz erwartet, und zwar in Dubai. Für diesen Donnerstag stand die offizielle Eröffnung auf dem Programm. Ein Überblick, worum es dabei geht und was auf dem Spiel steht. Zweifel daran, dass die Krise auf diesen Konferenzen gelöst wird, sind berechtigt. Die Prozesse sind langsam, die Vereinbarungen oft freiwillig. Und doch, allein die Tatsache, dass sich Vertreter von rund 200 Staaten zusammenfinden, ist nicht selbstverständlich. Alle beteiligten Staaten, selbst China oder Russland, erkennen damit de facto an, wir haben auf dem Planeten ein gemeinsames Problem. Immerhin, in Paris haben sich die Staaten 2015 darauf geeinigt, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen. Seitdem ist aber nicht viel passiert, kritisieren Klimaexperten. Und Papier ist geduldig, denn dass zu wenig passiert, wird seit Jahren auf jeder Klimakonferenz protokolliert. Da viele Staaten stark abhängig von fossiler Energie sind, ist es bislang nicht gelungen, sich zum Ausstieg aus dieser Energie zu bekennen. Und auch die Erwartungen in diesem Bereich sind gedämpft, zumal die Präsidentschaft im Wüstenstaat dabei kaum Ambitionen erkennen lässt. Der Gastgeber Sultan Ahmed Al-Jaber ist gleichzeitig Chef des staatlichen Ölkonzerns ADNOC, der zahlreiche neue fossile Projekte plant. In Dubai soll ein ehrgeiziges neues Ziel für den Ausbau erneuerbarer Energien vereinbart werden. Außerdem geht es um einen Finanztopf für Schäden und Verluste durch die Klimakrise. Erstmals seit Paris 2015 steht auch eine offizielle Bestandsaufnahme auf der Agenda. Ist die Welt auf Kurs bei der Eindämmung der Krise? Die kurze Antwort lautet jetzt schon nein. Sie ist weit davon entfernt, wie aktuelle Analysen belegen. Statt auf 1,5 Grad steuert der Planet derzeit nach Angaben der Vereinten Nationen bis zum Ende des Jahrhunderts auf fast 3 Grad zu. Und auch das nur, wenn alle Zusagen der Staaten eingehalten werden, wonach es aktuell nicht aussieht. Eine entscheidende Frage der COP28 wird sein, wie diese Lücke geschlossen werden soll. Zu stoppen ist die Klimakrise nicht mehr. Aber die Schäden lassen sich noch begrenzen. Schon heute sorgt der Klimawandel für stärkere Hitzewellen und verheerende Überschwemmungen bei nur 1,2 Grad Erwärmung. Fachleute sind der Meinung, dass die Konferenzen zwar viel zu wenig erreichen, aber es ohne sie noch schlechter aussähe. So lief die Erwärmung vor 10 Jahren noch über 4 Grad hinaus, inzwischen ist man bei etwa 3 Grad. Neben diversen Kriegen und internationalen Spannungen kann der Klimaschutz allerdings auch zum gemeinsamen Nenner werden. So gingen etwa von den großen Klimaverschmutzern USA und China zuletzt positive Signale aus. Kurz vor dem Gipfel zwischen US-Präsident Joe Biden und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping haben sich beide Länder zu einer verstärkten Zusammenarbeit im Kampf gegen die globale Erderwärmung verpflichtet. Die Klimakrise sei eine der größten Herausforderungen unserer Zeit.